Aloha, ich bin Diemi Dürro und das ist eine Klopferleitung zum Thema Blockaden lösen. Im ersten Schritt schreibst du auf, wo das der Blockade herrscht. In welchem Thema oder in welchem Bereich von deinem Leben und bewertest von 0 bis 10, wie hoch das die im Moment sind, wenn du daran denkst. Dann schaust du her, was für Emotionen sind da, wenn du an die Blockade denkst. Schreibst du auf, was für Emotionen das sind und wie hoch das ist von 0 bis 10. Und das Dritte, was du anschaust, ist, wenn du die Blockade denkst, wo spürst du etwas in deinem Körper? Gibt es eventuell einen Druck oder eine Enge oder so irgendetwas? Und wie hoch das ist von 0 bis 10. Nimm also ein Blatt Papier und schreib dir das auf. Du musst die Aufnahme anhalten, bis du das gemacht hast. Und dann gehen wir weiter. Du hast jetzt die Sachen aufgeschrieben und man kann loslegen. Falls du noch nie eine Klopferleitung mitgemacht hast und nicht weißt, wo die Punkte sind, geh bitte auf meine Webseite irmi-dyro.com und dann quer-EFT und dort siehst du nachher ein Video mit den einzelnen Punkten. Gut, so nehme ich an, dass du das gesehen hast oder weißt, wo das Punkte sind, wenn ich sage, dort, wo das man klopfen tut. Gehst als erstes an die Handkante. Ich sage es immer vorsagen und du tust nachsagen und klopfst einfach die ganze Zeit, währenddem dass man redet, an deinen einzelnen Punkten. Handkante. Auch wenn ich die Blockade und Widerstände habe, akzeptiere ich mich so gut, dass es geht. Auch wenn es mich nervt, dass ich all die Blockade und Widerstände habe und es einfach nicht vorwärts geht, liebe und akzeptiere mich so gut, dass es geht. Und wenn ich all die Empfindungen in meinem Körper habe, wenn ich an die Blockade und Widerstände denke, akzeptiere ich mich und meinen Körper. Und ich wähle, vorwärts zu gehen. Dann gehen wir zu den Augenbrauen. All die Blockaden und Widerstände. Seite vom Auge, all die Blockaden und Widerstände. Unter dem Auge. Zum Teil weiß ich, was für Blockaden und Widerstände das sind. Unter dem Auge. Und zum Teil habe ich keine Ahnung, was für Blockaden und Widerstände das da sind. Unter dem Maul. All die Blockaden und Widerstände. Schlüsselbohr. Es nervt mich so, dass ich die Blockade und Widerstände habe. Unter dem Arm. Ich will einfach vorwärts gehen, aber es geht nicht. Unter der Brust. All die Blockade und Widerstände. Auf dem Kopf. All die Blockaden und Widerstände nerven mich so. Du stiefst durch die Schnufe. Und dann denkst du wieder an dein Thema. Schaust, ob es noch gleich ist, ob die Zahlen aufgegangen sind, ob es angekommen sind. Egal was, alles ist gut. Also schaust her, wenn du daran denkst, eine Blockade ist für mich geworden, ist weniger geworden. Die Emotion ist sie grösser geworden, ist sie kleiner geworden. Das Empfinden ist grösser geworden, ist kleiner geworden. Schreibst du das wieder je auf? Und dann machen wir nochmal eine Runde. Handkante. Auch wenn ich noch restliche Blockaden und Widerstände habe, akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich noch so viel unbewusste Blockaden und Widerstände habe, und alles in mir sich sträubt, zum vorwärts zu gehen, akzeptiere ich mich voll und ganz. Und wenn ich all die Emotionen rund um die Blockade und Widerstände habe, akzeptiere ich mich. Und ich wähle, loszulassen und vorwärts zu gehen. Augenbrauen.
die restlichen Widerstände. Seite vom Auge, die restlichen Blockaden. Unter dem Auge, all die Emotionen, die da drinnen versteckt sind. Unter der Nase, all die Wut. Unter dem Mund, all der Frust. Schlüsselbohr, die Hilflosigkeit. Unter dem Arm, die Ohnmacht. Unter der Brust, all die restlichen Emotionen. Auf dem Kopf, all die Widerstände und Blockaden. Du musst wieder tief durchschnaufen. Und schaust wieder, wie ist jetzt, wenn du daran denkst, ist mehr geworden, ist weniger geworden. Sind die Emotionen höher geworden oder sind sie angekommen? Es kann auch sein, dass neue Emotionen aufgekommen sind. Und spür wieder in deinen Körper rieche. Sind die Empfindungen mehr geworden oder sind sie weniger geworden? Es kann auch so sein, dass sie an einem anderen Ort auftaucht sind. Gut, machen wir nochmal eine Runde. Gehst wieder zu der Handkante. Oben in eine restliche Blockade und Widerstände haben. Liebe und akzeptiere mich voll und ganz. Auch wenn ich noch bewusste Blockade und Widerstände habe. Und viel unbewusste Blockade und Widerstände habe. Liebe und akzeptiere mich. Und ich wähle, die zu erkennen und etwas damit zu machen. Auch wenn ich noch ein bisschen Blockade und Widerstände habe. Liebe und akzeptiere mich. Und ich bin dankbar, dass sich die nach und nach auflösen. Augenbrauen. Was wäre, wenn ich die Blockade loslassen könnte? Seite vom Auge. Was würde es brauchen, dass ich die Blockade loslassen könnte? Unter dem Auge. Was wäre, wenn die Widerstände nur warme Luft sind? Unter dem Auge. Was würde es brauchen, dass ich vorwärts gehen könnte? Unter dem Auge. Was würde es brauchen, dass die Blockade sich lösen kann? Schlüsselbohr. Was der Schritt würde mir helfen, die Blockade zu lösen? Unter dem Auge. Was für Menschen könnte mir helfen, die Blockade zu lösen? Ohne der Brust. Was wir brauchen, dass es einfach flutscht. Auf dem Kopf. Eben dankbar, dass sich die Blockade jetzt mehr und mehr löst. Gut, nimmst einen tiefen Atemzug. Schaust deine Liste an. Und schaust, wo das jetzt bist. Es kann sein, dass es schon drinnen ist, dass du Stress mit drauf hast. Es kann sein, dass die Emotionen nachgekommen sind. Oder dass auch das Gefühl von Platz und Weite in deinem Körper entstanden ist. Falls dem nicht so ist, fängst du einfach nochmal von vorne an und machst die ganze Klopferleitung durch. Du kannst auch einfach ein anderes von deinen Videos nehmen, ein anderes Thema und dort mitmachen. Und am Schluss vom Video schaust du dir dein Thema an. Ich wünsche dir viel Spass und einen guten Fluss.